Nordfriesland. Mein Name ist Kirsten Franke, wie ihr ja wisst, eine waschechte Friesin. Ich bin in Nibel geboren. Ja, das nochmal ganz kurz vorweg. Und das Eröffnungs- und das Abspannfoto ist diesmal von Sebastian Mantel-Sylt. Und die Videobearbeitung, wie immer, grandios von meinem Freund Sigi Wolf. Ja, das war vielleicht ein stürmisches Wochenende. Nadja war ja ganz schön hartnäckig über 2 Tage und eine schlimme Nacht. Und ich habe auf Instagram gesehen, dass die Halligbewohner von Süderoog hatten dort auch ein kleines Filmchen eingestellt, was sehr interessant war, mal zu sehen, dass das Boot losgebunden wurde, also nur an einem dollen Strick fest oder Tau oder Tampen, damit das in den Wellen tanzen kann und nicht irgendwie, wenn es festgebunden ist, dann kann es sich ja nicht nach den Wellen bewegen, dass die Tiere alle auf die Warft geholt worden sind, dass alles in Sicherheit war und das, denke ich, ist nee, also ich möchte es nicht. Und die Dagebüller haben natürlich, oder die in Dagebüll waren und sich das Spektakel angesehen haben, die haben auch von der Dagebüller Mole gepostet, wie hoch das Wasser gestanden hat und tja, wie der Sturm sich ausgewirkt hat. Ich habe dazu, Mutter hat dazu, hat nämlich einen Ordner, der direkt über Sturmfluten ist. Da habe ich dann mal reingeguckt. Und ja, vorweg kann man noch mal sagen, dass das, dass der Deutsche Wetterdienst extra auch betont hat mal, dass schwere Stürme und Orkane im Januar nichts Ungewöhnliches sind. Das ist sogar recht typisch, weil die Temperaturunterschiede zwischen den Polen und den Tropen dann am größten sind. Und die werden ausgeglichen. Die Folge, es entstehen starke Tiefdruckgebiete, die auf ihrer Vorderseite warme Luft von der Äquatorregion zu den Polen schieben und dabei Deutschland streifen. Deswegen wird es auch so warm. Auf ihrer Rückseite zieht dann kalte Luft nach und es entstehen diese Stürme, die dann natürlich auch noch damit zu tun haben, wie der Mond gerade steht, ob wir eine Springflut haben oder auch nicht. Dazu gehe ich noch mal irgendwann ein andermal ein. Ich habe hier wohlgemerkt einen Bericht gefunden, da hat es wohl mal auch ganze Seiten gegeben über Sturmfluten in den Nordfriesland-Tageblatt. Und dies ist jetzt betitelt die Schleswig-Holstein-Story. Das ist jüngeren Datums, für meine Begriffe von 2005, also nichts mit mit der großen Sturmflut von 62 oder so. Und es ist, wie gesagt, ein Bericht, der jetzt nicht aktuell ist. Deswegen glaubt nicht, dass da jetzt ein Fischer untergegangen ist. Die Fotos sind von Brumm. Oder das eine Foto, die anderen sind von mir, ja. Und von Pixabay habe ich einen Kutter und nochmal Wellengang. So, ich blende das wieder ein, wie der Bericht ist und auch wie dieser junge Mann aussieht. Es ist nämlich Stefan Kock. Keine Ahnung, ob der noch Fischer ist. Ich lese erstmal vor. Entkam nur knapp dem Tod. Der Nichtschwimmer Stefan Kock trieb fast 2,5 Stunden mit einem Rettungsring in der tosenden Nordsee. Fischer über Bord, Drama in der Nordsee. Dass die Nordsee nicht ungefährlich ist, gerade bei Sturm, Stefan Kock ist das immer bewusst gewesen. Schließlich entstammt er einer Fischerfamilie, lernte auf dem Kutter seines Vaters. Wie oft hat er sich bei unruhiger See mit dem letzten Griff am Fanggeschirr festhalten können? Wie oft wäre er beinahe über Bord gegangen? Aber darüber groß Gedanken machen? Nein, die Arbeit ging weiter. Bis zu dem Tag, an dem der Familienvater fast ertrunken wäre. 26. August 2004. Stefan Kork,
36, steuert seinen fast 20 Meter langen Stahlkutter Oderbank von einer Fangfahrt kommend durch die aufgewühlte See. Bis zum Heimathafen Büsum sind es noch 30 Kilometer. Ein Sturm mit mindestens Windstärke 8 drückt gegen das ablaufende Wasser. So baut sich eine See mit kurz hintereinander folgenden etwa 2,50 Meter hohen Wellen auf. In dieser steilen See kommt der Krabbenkutter um 13.45 Uhr ins Schlingern, wird von einer Welle erfasst, kippt auf die Seite. Das kann ja nicht sein, denkt Kock, als er durch das Ruderhaus geschleudert wird. Er reagiert blitzschnell, setzt einen Notruf ab und ruft nach seinem Helfer, der in der Kombüse von seinem Platz gerissen wurde. Frank, sieh zu, wir müssen hier raus. Dann stehen die Männer auch schon auf der Netztrommel, schauen auf das kenternde Schiff und auf das wilde Meer. Gib mir mal eine Zigarette. Eine letzte wollen wir noch zusammen rauchen, sagt Stefan Kock, der seit 7 Monaten keine mehr angerührt hat. Irgendwie geht dem Fischer jetzt alles durch den Kopf, rasen seine Gedanken, während er vergeblich versucht, das nasse Feuerzeug zu zünden. Ist das nicht eine Sauerei? Können wir nicht mal unsere letzte Zigarette zusammenrauchen? Flucht er. Kurz danach springen die Männer in ihren Rettungsringen ins Wasser. Jetzt nur noch Spielbälle auf den Wellen. So genau weiß Stefan Kock es gar nicht mehr. Sehen Sie den Rettungshubschrauber und die Schiffe, die nach ihnen suchen. Doch die Schiffbrüchigen selbst werden in dem tosenden Meer nicht gesehen. Zum Glück, so erzählt Stefan Kock, hatten wir unseren Verstand nicht verloren, wurden wir nicht von der Angst überwältigt. Mit derben Sprüchen lenkten sich die Männer zunächst ab. Ich muss pinkeln, meint der Kutterkapitän. Und sein Freund antwortet lachend, da kannst du jetzt ja wohl in die Hose machen. Doch je länger die beiden im Wasser treiben, eine Welle nach der anderen überstehen und die Wärme so langsam aus ihren Körpern kriecht, desto leiser werden sie. Es kommt ihnen der Gedanke, dass es zu Ende gehen könnte. Aber dann, die beiden haben schon fast die Hoffnung aufgegeben, werden die Schiffbrüchigen von der Besatzung des Rettungshubschraubers entdeckt und nach 2 Stunden und 20 Minuten aus der Nordsee geborgen. Eine Stunde länger im Wasser und sie hätten das nicht überlebt, sagt der Krankenhausarzt, der sich darüber wundert, dass die Fischer nicht unter Schock stehen. Noch in der Klinik zerbricht sich Stefan Kock den Kopf, überlegt, wie es mit seinem Betrieb weitergehen soll. Ich habe noch abends die Versicherung angerufen, aber in den folgenden Monaten, der Alltag hat ihn längst wieder, merkt der Vater zweier Kinder, dass das Unglück nicht spurlos an ihm vorübergegangen ist, dass es ihn verändert. Es ist nichts mehr so, wie es früher war. Ich mache mir viel mehr Gedanken und ich bin viel vorsichtiger geworden, sagt der Dittmarscher, der seit einigen Wochen einen neuen Kutter hat. Die fast 20 Meter lange weiße Bank ist eines der modernsten Fangschiffe an der Küste. Das Schiff ist seine Zukunft. Mit dem Erlebten auf dem gekenterten Kutter konnte Stefan Kock trotzdem noch nicht abschließen. Er hat sich vorgenommen, die Jacke mit der Aufschrift Oderbank an der Stelle ins Meer zu werfen, wo das Unglück passierte. Doch weiß er nicht, wo genau das Wrack auf dem Meeresgrund liegt. So hängt die Jacke wie ein mahnendes Zeichen auf dem neuen Schiff, führt dem Fischer jeden Tag vor, was er selbst weiß. Man darf die See nie unterschätzen. Der Bericht war von Dieter Brumm. Ich freue mich, dass es Stefan Kock überlebt hat mit seinem Angestellten. Ich freue mich, dass er einen neuen Kutter hat. Und ich würde mich freuen, wenn mir mal jemand da drunter schreibt, ob es diesen Kutter, wie hieß er jetzt, der neue? Der alte war Oderbank und der neue war, wie war das im Dings, Weiße Bank, ob der noch im Büsumer Hafen liegt und ob es den noch gibt.
Ja, das war jetzt Windstärke 8. Wir hatten aber am vergangenen Wochenende an der Nordseeküste Böen Windstärke 12. Das war schon ganz schön heftig. Ja, die See ist halt nicht zu unterschätzen. Und in diesem Sinne, meine Lieben, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Sonntag kann ich nur sagen, passt auf euch auf. Moin, Nordfriesland und tschüss, eure Kirsten.